Ja, hallo Leute, hier wieder euer Doso mit Let's Play Fable 3 Bad Princess und wir sind da gerade am Terminplan und haben gerade unseren Bruder hinrichten lassen. Jetzt legen wir die Steuerpolitik fest. Ja, und da wir böse sind, werden wir da böse Entscheidungen treffen. Ich weiß nicht, wie lange das gut geht. Oh oh. Ihr habt den ersten Teil eurer Bestimmung erfüllt. Als ihr das Schloss verlassen habt, wart ihr noch ein Kind. Dann wurdet ihr Heldin, Anführerin und schließlich eine Monarchin. Aber eure Reise ist nicht vorbei. Als Königin könnt ihr die Wahrheit wissen. Albion wird bald angegriffen. Die Bedrohung ist enorm. Ja? Dunkelheit kommt über unser Land. Argumente sind machtlos, sie ist unaufhaltbar. Nur Albions Herrscher steht zwischen der Welt, die wir bewohnen, und jener Dunkelheit. Deshalb musstet ihr an eures Bruders Platz treten. Der Lauf der Geschichte verlangt es. Wenn ihr es nicht schafft, endet die Welt, wie wir sie kennen. Ja? Böses Omen, böses. Warum habt ihr mir das nicht gleich gesagt? Es ging also nie um Logan, oder? Ich habe euch gesagt, was ihr wissen müsst, und habe immer die Wahrheit gesagt. Mit Logan auf dem Thron wäre Albions Schicksal besiegelt. Denn nur mit einer Heldin, die die Krone trägt, haben wir eine Chance zu überleben. Und was kann ich tun? Nichts. Es ist unvermeidlich. In einem Jahr kommt die Dunkelheit über Albion. Das ist sicher. Ihr könnt euch nur vorbereiten und hoffen, dass ihr so viele wie möglich rettet. Ihr habt genau zwei Möglichkeiten, es zu schaffen. Ihr könnt eure Versprechen halten und als wohltätige Herrscherin in die Geschichte eingehen. Aber das wird euer Königreich nicht schützen und führt möglicherweise zu einer absoluten Katastrophe. Es ist nicht leicht, gleichzeitig populär und reich zu sein. Es sei denn, ihr wollt euren persönlichen Reichtum opfern. Ihr könnt eure Versprechen auch brechen und euer Volk verletzen, um es zu retten. Ihr werdet genug Geld für eure Armee zusammentreiben. Aber man wird euch hassen. Man wird euch für einen Tyrann wie euren Bruder halten. Ihr habt ein Jahr, um zu erreichen, was Logan verwehrt war. Albion als Herrscherin gegen seine bisher größte Bedrohung zu rüsten und sie als Heldin zu besiegen. Ja. Ich glaube, wir wissen schon, wofür wir uns entscheiden werden. Wir können uns ja gar nichts leisten. So ein Pech auch. Gut, dann laufen wir mal da weiter. Ja, Leute. So sieht es aus, wenn man eine junge Dame auf den Thron setzt, ja? So. Eure Majestät, ich weiß nicht, was ich zu diesen Neuigkeiten sagen soll. Diese Dunkelheit. Die Leute werden nicht verstehen, was das bedeutet. Das kann niemand, der es nicht erlebt hat. Wir müssen vorbereitet sein. Wenn wir den Angriff nicht vermeiden können, müssen wir bereit sein. Die Armee, die wir benötigen, wird euch ein Vermögen kosten. Hobson wird euch die Schatzkammer zeigen und euch sagen können, was zu tun ist. Das kann ich. Dann macht nur weiter. Ben und ich werden derweil Soldaten rekrutieren und ausbilden. Wenn ihr mir folgen wollt, Majestät. Oh, wie habe ich diesen Moment herbeigesehen. Da können wir doch immer nicht interagieren. Das ist sie. Erbions königliche Schatzkammer. Der Reichtum eines ganzen Landes.
Da ist nicht mehr viel da, hm? Sie ist nicht so reich gefüllt, wie man es sich wünscht, aber stellt euch nur die schimmernden Goldberge vor, die hier emporsteigen könnten. Gewaltige Massen, die bis zur Decke reichen. Genau diese Mengen werdet ihr benötigen, wenn ihr diese Armee aufstellen wollt, von der alle reden. Und das bringt uns zum zweiten Punkt auf der Tagesordnung, die Festlegung der Steuern für das kommende Jahr. Wie ihr sicher wisst, hat euer Bruder das Volk ziemlich ausgequetscht. Manch einer behauptet, das hätte zu Armut, Hunger und anderen Leiden geführt. Ihr habt genau drei Möglichkeiten, Majestäten. Nummer eins, niedrige Steuern. Das würde Armut und Hunger bestimmt lindern, aber die Staatskasse natürlich auch erheblich belasten. Zwei, Logans Politik fortführen. Würde euch beim Volk nicht beliebt machen, aber wäre gut für die Staatskasse. Drei, und euch jetzt bitte nicht von meiner Begeisterung beeinflussen, noch höhere Steuern. Gut, viele werden kurzfristig leiden, aber so können wir das Königreich schützen. Und stellt euch nur all das Gold vor, das hier durch unsere Finger rinnt. Wie entscheidet ihr, Majestät? Ja, na klar, hä? Wo ist flammenumrandetes? Wirklich gut, Majestät. Ein erhebender Anblick, oder? Atmet diese goldgeschwängerte Luft. Unsere Steuereintreiber haben euren Wünschen sofort Folge geleistet. Einige Leute werden verhungern, aber das ist nur ein kleiner Preis für die Sicherheit unseres Landes. Wenn ihr weiter so entschieden vorgeht, wird die Staatskasse bald überquellen. Vielleicht könnt ihr euch auch ein bisschen Geld für euch selbst behalten. Wie auch immer ihr euch entscheidet, ihr solltet euch mit dem königlichen Kassenbuch vertraut machen. Mit diesem Buch kann ein Monarch Geld in die Staatskasse einzahlen oder auch abgeben. Ein nützliches Finanzmittel. Wie die Zeit vergeht, ihr solltet euch jetzt wirklich um den nächsten Punkt kümmern. Legt die Steuerpolitik fest? Ja, da können wir gar nicht Nein sagen. Und auch nicht raus. Wir müssen das einfach fortsetzen und dann nehmen wir das halt einmal an. Weaver hat euch im Bowerstone-Industriegebiet einen interessanten Vorschlag zu machen. Ich weiß, ihr hattet Meinungsverschiedenheiten, aber es ist Zeit, an einem Strang zu ziehen. Niemand treibt besser Geld ein als Weaver. Ich habe dafür gesorgt, dass sich euer Erscheinen herumspricht. Rechnet mit einem Menschenauflauf. Ja, das machen wir dann. Staatskasse 600.000. Erwartete zivile Opfer 5.900.000. Tja, dann hirschen wir mal hin. Ah, die freuen sich noch immer. Naja. Die Philosophen behaupten, es gäbe Schaffer und Zerstörer und kleine schwächliche Feiglinge wie euch. Vorsicht, Reaver. Na, Reaver, was hast du welch ein Tag zu sagen? Ihre Majestät, die Königin von Elbion, ehrt uns mit ihrer Anwesenheit. Schon beim letzten Mal wusste ich, dass ihr eure Geschwisterrivalität siegreich überstehen würdet. Und nun bin ich hier, um euch zu helfen, eure Kassen zu füllen, bis sie platzen werden. Zu Beginn eurer Regentschaft solltet ihr meine erfolgreichste Strategie ruhig wieder einsetzen. Es gibt keine größere Verschwendung als die Untätigkeit der Jugend. Aber mein Arbeitsplan garantiert, dass Kinder jeden Alters eine Beschäftigung haben und gleichzeitig eure Fabriken rund um die Uhr arbeiten. Das ist ungeheuerlich. Hört nicht auf ihn. Ihr hattet versprochen, die Kinderarbeit abzuschaffen.
Steht zu eurem Wort! Und was sollen wir eurer Meinung nach mit den Rotznasen tun? Nur durch mehr Bildung kann Bowerstone aus dem Sumpf aufsteigen. Es gibt für unsere Zukunft nichts Wichtigeres. Macht aus der Fabrik eine Schule. Gebt den Kindern hier die Chance, die sie nie hatten. Eine Schule? Ein origineller Gedanke. Oh, wenn man euch als arme Monarchin in Erinnerung behalten soll, hört auf sie. Die Weaver-Werke richten sich nach eurer Entscheidung. Ja, klar. Und Kinderarbeit wieder einführen. In der Fabrik wird wieder gearbeitet. Wir brauchen so viele Leute wie möglich. Eine scharfsinnige Wahl, Eure Majestät. Ich werde umgehend mit den nötigen Modifikationen beginnen. Das verzeihe ich euch nie. Nach all unseren Mühen. Ihr seid nicht besser als Logan. Du bist auch schon draufgekommen, ne? Cool. Ja, ja. Ja, die Arme. Wurde sie jetzt schwer enttäuscht. Aber das wird nicht das Ende dieser Enttäuschung sein. Glaubt mir. So, wo landen wir jetzt? Willkommen im neu eröffneten Jugendzentrum der Weaver-Werke, wo wir uns 20 Stunden am Tag um eure Kinder kümmern und sie wertvolle Fähigkeiten lehren, um sie vor jeglichen Problemen zu bewahren. Oh, schaut die Kleinen an. Ach so, arme Teufel. Scheiße. Ja, okay, das haben wir jetzt. Und? Hey, wer hat uns denn auf Wasser zu trinken? Oh oh. Da wird ein strenges Regiment geführt. Ja, was soll ich da jetzt tun, Leute? Er speichert und speichert. Unsere niedrigen Niedrigpreise werden euch umhauen. Sagst du Buh? Nicht anders als euer. Bitte nicht! Ich wette, das ist der letzte Schrott. Viele Freunde, Majestät. Wir beiden sind doch wirklich einsam. Müssen wir uns da noch umschauen oder irgendwas? Ich denke nicht. Wir gehen zurück zum Thronsaal. Schauen wir mal in den Unterschlupf, was da als Neues gibt. Es erfüllt mich mit unbändiger Freude, euch endlich als Königin zu sehen. Ich habe eurem Vater treu gedient, als er den Thron innehatte, und ich werde auch euch weiterhin nach besten Kräften dienen. Auch als Herrscherin bleibt ihr trotzdem Heldin. Deshalb werde ich im Unterschlupf bleiben. Dort ist schließlich mein Platz. Angesichts der neuen bösen Bedrohung werdet ihr den Unterschlupf gewiss ebenso zu schätzen wissen wie das Schloss. Ja, gut. Wir schauen jetzt einmal nach, ob wir hier was finden. Und nämlich die Questliste. Da gibt es noch keine neuen Quests. Wir können aber einen kurzen Rundumblick machen, indem wir hier schauen, wie es um unseren Status bestellt ist. Ja, Stärke 4, Gestalt 5. Gestalt bezieht sich immer auf die Fernwaffen. Magische Aura ist auch noch zu wenig. Ja, Halleluja. No gut. Ja, moralisches Ansehen können wir auch noch schauen. Moral ist am Boden. Attraktivität ist ja nicht so schlecht. Gewicht auch am Boden. Ja, okay. Ja, Leute, ich denke, das war's mal für dieses Video. Wir sehen uns dann gleich wieder im Thronsaal beim nächsten Video und wünsche euch noch einen schönen Abend. Ja, wir werden immer böser und böser, Leute. Denkt daran. Schönen Abend noch. Euer Toso. Ciao.